Ja, war ein geiles Gefühl, muss man ehrlich sagen. Oh, das wird schwer. Ich wäre eigentlich gerne Polizist geworden, aber frühzeitig habe ich mich dann auch für den Fußball entschieden, nachdem ich dann meine Schulausbildung genossen habe und auch abgeschlossen habe. Und dann war es klar, dass ich mich in der vollen Ganze auf den Fußball konzentriere. Ja, war ein geiles Gefühl, muss man ehrlich sagen. Ja, es war so ein mega Lärmpegel im Stadion, dass man eigentlich kaum noch irgendwas verstanden hat. Und ja, es war einfach ein ganz großer Schritt auch Richtung Meisterschaft und von daher war es echt auch super. Eigentlich nein, also hätte ich selber auch nicht vermutet. Heute bin ich sehr stolz darauf, bei so einem großen Verein schon so viele Jahre auch kleiner Teil von dem Ganzen zu sein und ich freue mich immer auf weiteres. Ach so, eine Rutsche. Also eine Holzrutsche, die jetzt zu Hause mittlerweile aufgebaut ist, wo er jetzt auch schon ganz fleißig am Rutschen ist, aber nicht nur er selbst, sondern auch kleinere Tiere, die er runterrutschen lässt. Klar, Plastikteile, also Plastiktiere, nicht, dass einer auf eine falsche Idee kommt, dass da der Kleine den Charlie oder irgendwas da runterrutschen lässt. Oh, das wird schwer. Ehrlich gesagt, probiere ich überall auch mal eine Currywurst aus, weil es auch aus meiner Sicht immer sehr, sehr lecker ist. Aber im Stadion muss man ehrlich sagen, dass die Currywurst auch sehr lecker ist. Wird schwer, weil ich glaube, ich hoffe, dass mein Haar Gott sei Dank hält. Bisher hat es ganz gut funktioniert und ich hoffe, dass die Gene weiter mir treu bleiben. Und dass da nichts passiert. Und ansonsten, klar, müsste man mal überlegen, ob man dann mal irgendwann zum Arzt geht. Auch ein sehr großer Stellenwert in meiner Karriere. Ich selbst hätte es auch nicht vermutet, überhaupt nochmal irgendwann Nationalspieler zu werden. Zeitgleich dann auch nochmal mit dem Titel, den grünen Abschluss von meiner Karriere auch. Also sensationell, besser hätte es nicht laufen können. Also vieles. Singen wird zwar auch schwer, aber summen oder mal mitpfeifen, immer alles gut. Beim Singen, ich bin nicht so textsicher und von daher ist das Summen eher angebracht. Von den jüngeren Kollegen ja. Deswegen ist es mittlerweile auch so, dass ich mich gar nicht mehr umdrehe beim ersten Mal Roman rufen und beim zweiten Mal dann schon eher, weil ich dann weiß, okay, man meint mich.